hier zwei junge, hübsche Damen rumlaufen, die gehen wieder mit unseren Opferstockdosen rum. Ich würde euch bitten, jeder Cent hilft mir, um das neue Orga aufzubauen und von vorne anzufangen. Denn das, was ihr heute hier seht, ist uns alles gesponsert worden, die Technik von Leipzig und. Sie haben mich ganz, ganz toll unterstützt. Danke nochmal an euch für die großartige Leistung, die ihr hier verbracht habt. Und ich danke euch für eure Hilfe, dass ihr so zahlreich hier seid. Und würde jetzt weitermachen mit dem nächsten Punkt. Und zwar begrüße ich bei uns unseren Markus aus Leipzig. Ganz kurz, ich brauche mal den Dönstor, wenn es mir vorkommen. Ich bin mit meiner schwarzen Kasse mit dem Tappen. Ja, hallo Markus. Ich gebe dann einfach mal hallo. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Guten Abend, Chemnitz. Es ist sehr, sehr schön, hier in diese große Menge an Leuten zu schauen. Ihr habt das ja jetzt selber schon gehört oder beziehungsweise selber mitbekommen. Es war jetzt eine längere Pause und es gab einiges zu klären und einiges neu zu sortieren. Und ich denke, dass hier jetzt, dass der Platz so voll ist, das ist ein gerechter Lohn für die Arbeit, für die Leute hier aus Chemnitz. Weil ich weiß selber, was das für harte Repressalien teilweise sein können. Wir machen das ja in Leipzig seit einem Jahr. Wirklich ein Riesendank und ein Riesenrespekt. Ich soll euch natürlich von gestern auch noch die Grüße von 1200 Patrioten aus Leipzig hier übermitteln. 1200 Mann ist in Leipzig eine sehr, sehr anständige Zahl. Ihr wisst, was wir dort für einen Kampf führen. Das war wirklich, wirklich auch für uns nach unserem Geburtstag mal wieder ein Riesenaufschwung. Darf ich eure Grüße wieder mitnehmen, zurück nach Leipzig? Jawohl! Aber wir machen natürlich nicht nur in Dresden, in Chemnitz oder in Leipzig Demos. Es sind jede Woche über 20, manchmal sogar mehr Demos. Zu nennen sind hier noch München, Duisburg, Grimma, Wurzen, Eilenburg, Einsiedel, Strausberg, Altenburg, Halle, Braunschweig, Rosswein, Potsdam und so weiter und so weiter. Herzlichen Dank für diese Unterstützung und herzlichen Dank an das Dresdner Team, dass sie hier die Initialzündung für den deutschen Widerstand ins Land gerufen haben. Es war wirklich an der Zeit, dass etwas passiert. Wir in Leipzig machen jetzt nur noch Demo einmal im Monat. Wir haben jetzt endlich Zeit, das hat ein bisschen geschliffen, uns wieder um die Volksanträge zu kümmern, uns um die Vernetzung zu kümmern, mal ein paar Live-Diskussionen zu machen, mal ein paar Redner einzuladen und zu interviewen und so weiter und so fort. Unser großes Ziel für dieses Jahr in Leipzig ist unter anderem auch, die ganzen kleinen Bürgerbewegungen, die sich jetzt gegründet haben, Richtung Berlin mal alle an den Tisch zu bekommen und zu gucken, wer ist das, kann man mit den Leuten zusammenarbeiten, wie machen wir das in Zukunft, um einfach die Brücke zu schlagen von Leipzig bis nach Berlin hoch. Jetzt habe ich das mit den Volksanträgen gerade gesagt. Vorhin waren ja noch nicht alle da habe ich dann kurz eine Durchsage gemacht. Also ihr kennt ja den einen Volksantrag für die Abschaffung der GEZ. Dort fehlen auch noch Unterschriften, wer noch nicht unterschrieben hat und aus Sachsen ist, kann bitte vorne rechts neben die Bühne, also da drüben hinkommen. Und wir haben einen neuen Volksantrag und zwar ist er gegen die Belegung von Turnhallen als Asylbewerberheim. Ganz, ganz wichtig, wer noch nicht unterschrieben hat, einfach mal da drüben an die Bühne kommen. Und ansonsten hier. Wenn ihr einmal dort vorne seid, hinter mir seht ihr diese zwei hübschen Schilder hier mit diesen Köln-Futschis. Ja, da haben wir T-Shirts mit und auch noch die üblichen T-Shirts. Die geben wir gegen eine kleine Spende raus. Da könnt ihr uns, das Leipziger Team, mit unterstützen. Da würden wir uns auch sehr, sehr freuen. Ja, und jetzt möchte ich einfach nochmal wirklich Danke an die Helene sagen. Bedankt wurde sich heute viel, aber auch an den Rest des Teams. Wie gesagt, ich weiß selber, was das alles für Mühen und Repressalien sind. Und ich denke, sie macht ihren Job sehr gut. Sie hat sich auch als Rednerin sehr gut entwickelt. Gebt ihr einfach nochmal einen Riesenapplaus, dass sie hier den Mut hat, weiterzumachen und für euch zu kämpfen. Und wir müssen weitermachen und wir müssen weiterkämpfen. Und vor uns liegt natürlich noch ein weiter Weg. Das muss uns bewusst sein. Es ist ein Marathon, uns darf nicht die Puste ausgehen. Und wir freuen uns über jeden, der uns hier unterstützt. Wir werden das alles gemeinsam schaffen. Es wird dauern, aber wir werden unsere Ziele erreichen, Freunde. Nicht, weil wir das können, sondern weil wir es müssen.
Dresden auf der Straße, in Leipzig auf der Straße, wieder hier in Chemnitz auf der Straße oder in den vielen kleinen Bürgerbewegungen auf dem Land, die uns unterstützen. Bis dahin, Freunde, bleibt tapfer, bleibt stark, wir schaffen das! Danke, Markus! Wollen wir spazieren gehen? Ja! Dann würde ich sagen, tun wir das dann auch gleich. Ich würde euch bitten, die Rollstuhlfahrer bitte vorne mit vor dem Banner, dass wir uns der Geschwindigkeit der Gehbehinderten und Rollstuhlfahrer anpassen können. Bitte lauft in einem Zug. Denkt an die Fahnenstangen. Bitte runtersetzen, falls wir unter der Oberleitung dann durch müssen. Und das müssen wir auf jeden Fall. Wir laufen heute wieder die große Runde. Es geht in Richtung erstmal hier. Und ich würde sagen, wir sammeln uns dort erstmal. Wir sammeln uns langsam dann erstmal auf der Straße. Die Polizei wird uns erstmal einweisen. Schön im Zug bleiben. Freunde, bleibt friedlich. Lasst euch nicht provozieren. Denn das bringt nichts. Es ist einfach so, wir sind friedlich, wir bleiben friedlich. Und wir bringen friedlichen Protest auf die Straße und auch beim Spazieren. Bitte nehmt Frauen und Kinder bisschen in die Mitte, passt jeder auf seinen Nachbar bisschen mit auf. Ich denke, es ist heute ruhig mit dem Kindergarten, aber lassen wir uns mal überraschen. Oft wichtig ist mir, lasst euch nicht provozieren. Wir bleiben friedlich. Ich denke, ich. Was ist das?